Flyers, dieses Leben will mich auf die Knie zwingen. Ich will nicht reden, lass mich nicht von meiner Linie bringen. Mein Kampf geht ein Leben lang, jeden Tag. Ich bin nicht der, der sich die Kugel durch den Schädel jagt. Thomas Loh, du weißt, wovon ich rede, Bro. Keine Antwort, ich bezweifle, dass sich beten lohnt. In dieser Dreckswelt zählt nur Drecksgeld. Ich spreng die Ketten, lass nicht zu, dass man mich festhält. Kleine Mädchen ficken rum, für bisschen Fame. Blind sein ist ein Segen, wenn meine Augen diese Bitches sehen. Ich bin herzlos, denn der Schmerz tobt sich in mir aus. Dieses Leben ist so wertvoll. Los. Gott sieht alles, doch helfen tut er lang nicht mehr. Wir stehen am Abgrund und wenn dieser Drang nicht wäre, würde ich zurücktreten. Doch ich lass mich fallen, vom Hass geleitet, entreiß ich mich diesen Qualen an. Dieses Leben macht es uns nicht leid. Viele nehmen bis hier nichts mehr bleibt. Ich will gehen in eine bessere Zeit, in der Wunden heilen. In der niemand war. Dieses Leben, der Konflikt, ich will raus aus diesem Albtraum. Gefesselt von Gesetzen, will mich befreien und abhauen. Ich halt's kaum aus, Gedanken voller Enttäuschungen, Hass, Drogen betäuben die Last. Freunde sind heute im Knast, ich seh mich um und traue meinen Augen nicht. Sie leben in Luxus, die haben nur für einen Augenblick. Und ich glaub es nicht, Drogen sind ihr Medizin. Ich zieh die Knarre und will einfach auf jeden zielen. Siehst du nicht, das kleine Mädchen ist am Wein. Sie sucht Liebe, doch die Eltern ließen sie allein. Keiner denkt an keinen, jeder ist hier machtgeil. Das Böse verbreitet sich, als wäre es eine Krankheit. Denn sie halten unsere Träume auf wie Traumfänger und versetzen uns in Panik wie Rauchmelder. Doch egal, ich renn nicht weg und bleib hier stehen. Lächel mich durchs Leben, doch am Ende bleiben Tränen. Dieses Leben macht es uns nicht leid. Viele nehmen bis hier nichts mehr bleibt. Ich will gehen in eine bessere Zeit, in der Wunden heilen. Wenn niemand fragt, dieses Leben macht es uns nicht leid. Viele nehmen bis hier nichts mehr bleibt. Ich will gehen in eine bessere Zeit, in der Wunden heilen. In der niemand fragt. Sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche hat begonnen. Die drei festgenommenen mutmaßlichen Al-Qaida-Mitglieder haben den Ermittlern zufolge ein Attentat in Deutschland geplant. Töten macht Spaß. Das ist die entsetzliche Wahrheit des Videos, das die gezielte Tötung von Zivilisten durch amerikanische Soldaten aus einem Hubschrauber zeigt. Der US-Kongress stimmt demnächst über ein Gesetz ab, das den Weg freimachen soll für einen, so wörtlich, weltweiten Krieg